Gut, vielleicht kann ja auch der Technik helfen. Glückwunsch. Labert er was? Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Tschüss, Carolyn. Was ist das da drüben? Kann ich da... Way. Aber ich komme hier nirgends weiter. Mist. Was ich mich auch gefragt habe, dieses Ding hier, das steht ja jetzt schon seit 1952. Dass da dieses blaue Zeug noch gut ist. Ich meine, nach realen Experimenten wird das Zeug doch meistens weggeschmissen. Vernichtet oder so. Wenn es nichts ist. Wird es hier kaputt. Ich komme hier nicht weiter. Aufzug zur Oberfläche. Ah, hier. Haha. Da oben ist wieder so ein Aperture Science Ding. Wie viele Eingänge hat das Teil? Darf ich hier überhaupt sein? Boah. Das nenne ich mal einen Turbolader. Und gleich zwei davon. Biturbo. Ah, nee. Blau, orange. Das ist der Abgasturbolader und das ist der Frischluft. Nee. Ich lauf weiter. Ja, wie jetzt? Was soll denn der Käse? Ach so. Bisschen weiter runter. Kein Bock zu springen. Wahrscheinlich muss ich sauber. So, hier komme ich nämlich auch nicht weiter. War klar. Ja? Habe ich doch gewusst. Ach so. Wie mache ich das? Wie kriege ich da die Dingenskirchens hin? Das Portal? Warte. Nö, das klappt nicht. Geht es nicht noch einfacher, dass einfach da irgendwo so ein Teil ist, wo ich ihn... Verdammt. Ich muss irgendwie da hoch... Kann ich hier irgendwas einschalten, dass die Scheiben kaputt gehen oder so? Ist ja kacke. Warte mal. Ich kann aber auch nicht von hier aus... Nee. Warte mal, ich gucke. Was passiert, wenn ich jetzt einfach da rein springe? Verdammt. Hätte ja sein können, dass die Scheibe kaputt geht oder sowas. I have a idea.
So. Wenn ich jetzt da rein hops. Haha. Voll der Trickshot. Wenn ich das bei Billard auch könnte. Hm, okay, da lässt er mich auch nicht raus. Überall steht Exit und man darf nirgends raus. Achso, was ist denn das hier? Hm. Was passiert da jetzt? Jetzt pumpt er. Jetzt pumpt er noch mehr. Ach so, ich darf erst weiter, wenn ich das Zeug eingeschaltet habe. Hey, was liegt da? Ziemlich hell leuchtender Zettel. Schade, dass es kein Geld ist. Hui. So, wo pumpt das jetzt hin? Nach da und irgendwo unter mich. Ach nee, warte mal, das pumpt nach oben. Okay. Hier ist wieder so ein Aperture Science Teil. Kontrollraum. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Was ist das da? Für ein komisches Zuckteil? Kann ich da rein? Hey, ich kann da rein. Ist ja geil. Das heißt, die haben da jedes Jahr ein neues Ding gebaut, oder was? Also einen neuen Test, weil da ist es 1971. Und der hat jetzt irgendwas 1968 gequatscht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da irgendwo hoch. Hey, cool. Kann ich mir eine Nummer ziehen? Nö, schade. $60, jawohl, ich kaufe mir eine Yacht. Testsubjekt, Wartearena. 23. Ist das irgendwie eine Anspielung auf Ämter oder so? Ich weiß es nicht. So ein Arbeitsamt oder so zum Beispiel? Ich hasse Arbeitsämter. Oder die Leute, die da drinnen arbeiten, besser gesagt. Das da ist Cave Johnson. Irgendwie habe ich mir den anders vorgestellt, mit so einem Hut und so. Und eine Kippe in der Fresse. Hm. Aber da oben hin komme ich nicht, oder was? Weil da das Ding hier ist ja zu. Muss ich da rein? Hm. Ich weiß es nicht. Wie funktioniert das hier? Das hier. Da kamen die wohl rein. Und dann hier so, oh geil, voll Eishöhle, Bombe. Ich gehe hier rein, lass mich testen. Hm. Menno! Ich muss ja irgendwie da hochkommen. Wo
und einen Hebel drücken, so wie es aussieht. Damit die Plattform da hochfährt. Warte mal. Mhm. Okay. Hier ist aber auch kein Hebel. Ich hab gedacht, vielleicht kann man da irgendwie hin oder so. Kann ich über das Geländer hopsen? Nicht, dass das funktioniert. Da ist der Control Room. Aha. Ups. Scheiße. Okay. Warte. So. Einmal da. Einmal da. Hui! Hallo, Kontrollraum. Du tötest doch gern, könntest du... Au! Diesen Vogel für mich töten. Au! 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 Ich warte erstmal. Warte, es tut mir leid. Bring ihn um und wir sind quitt. Ich bin auch nicht nachtragend. Halt ihn mir vom Leib. Ich bring den Vogel nicht um. Ich warte einfach, was der Vogel macht. Ich finde es gerade lustig. Sonst foltert die mich immer. Er frisst nicht dich, er frisst die Kartoffel, du Nuss. Wait, das heißt, jetzt habe ich wieder die ganze Zeit irgendein Gelaber im Ohr. Hä? Wo sind wir jetzt hin? Ah ja, sehr schön. Wie lange war ich weg? Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffel. Noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Ja, ist ja gut. So, warte. Das muss ein bisschen höher. Ich hoffe mal, ich treffe. Ha! Jetzt wollte ich schon sagen, hey, die hat sich jetzt mal kurz gegrillt, dann ist wenigstens noch Stille ein bisschen. Ich frage mich nur, ob die dann für jedes Testobjekt da auf den Knopf gedrückt haben und die einzeln da hochgefahren sind. Oder ob da gleich mehrere Typen hochgedonnert sind und dann Massensterben. Das würde mich echt interessieren, wie die Tests da so abgelaufen sind eigentlich. Weil irgendwie bin ich anscheinend die letzte Testperson überhaupt. Ladedaten habe ich vergessen. Ist in der Zwischenzeit was passiert? Der Testbereich ist gleich da vorne. Nee. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Hm. GLaDOS ist Carolyn. Nur in durchgedreht. Danke. Irgendwas mit Sphären. Ah, passiert nichts, wenn ich draufstehe. So, was ist das hier? Das macht eine Rampe.
gehe ich doch mal da hoch. So. Danke dafür, dass Sie unsere Testsphären sauber halten. Was passiert? Ah! Warte. Und so. Drück auf den Knöpfe. Tja. Wenn man so in Wirklichkeit streichen könnte, das wäre geil. So. Und nu? Ich glaube, das war das Beschleunigungszeugs. Yay. Was? Okay. Das heißt, ich muss hier nochmal darüber. Und dann hier nochmal. Und drück. Wie viel kommt denn da? So. Hui. Und Vollgas. Nee. So geht das nicht. Verdammt. Ich muss ja ein so ein Dingenskirchens hier lassen. Warte mal. So. Und jetzt so. Und so. Jetzt sollte das klappen. Ich habe nur keine Ahnung, was jetzt passiert. Der passt da nicht durch. Idiot. Kompliziert, wenn es auch einfach geht. Warte mal, was habe ich jetzt gerade gesagt? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Naja. So. Jetzt komme ich hier aus dem Testgesuppe raus. Und hopp! Warte, was ist das? Achso, ein Büro. Erinnerung. Lassen Sie nicht Ihre Sachen hier. Man soll nicht rumgammeln. Länger als 20 Minuten. Und man soll nicht das Glas anfassen. Komm ich gar nicht dran. Was man machen soll. Shirt und Schuhe die ganze Zeit anhaben. Aber eine Hose darfst du ausziehen, oder was? Man soll schnell durch den Testparcours gehen. Und man soll nicht vergessen, das Glas nicht zu berühren. Ich muss ja irgendwo eine Plattform haben, auf die ich drauf jumpen kann. Damit ich hier hochkomme. So, warte mal.
Vollgas. Ah, zum Glück ist es nicht zeitgesteuert. Ja, spar lieber Strom, du Kartoffel. Laber nicht so viel. Ich mach das schon. Brauchst keine Angst haben. Was ist hier? Erinnerung. Wenn Sie einen orangenen Jumpsuit sehen, drücken Sie den roten Knopf. Hä? Warum denn das? Verstehe ich jetzt nicht. Gibt's hier irgendwo einen roten Knopf? Ah, warte mal. Hier ist... Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Glas, berühren. Kann ich nicht. Ach so, von da aus komme ich auch nicht raus. Ist ja doof. Okay. Aha. Da ist das schnelle Zeug und da ist das hopse Zeug. Warte mal. So. Okay. Dann machen wir noch hier. Und ich probiere es einfach mal so. Yay, aber jetzt habe ich das Blaue wieder weg. Scheiße. Ein kleiner Huster. So, dann nochmal. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Ah ja. So. Nein. Warte. So, jetzt. Kann ich das hier lassen? Boah, blöder Huschenreiz. So, und Abflug. Gut gemacht, Astronaut. Kriegsheld und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern... Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Tja, ich weiß auch, wer du eigentlich mal warst. Und, Olympiade ist ja bald. Ist ja geil. So. Ich glaube, der nächste Test ist auch cool mit dem Rutsche- und Hopse-Gel. Auf zum nächsten Test. Hopp. Ich will Ladedaten sagen. Moment, habe ich doch gerade. Na, egal. Hallo? Ah, jetzt. Ladedaten. Hey, das Zeichen ist anders. Ist ja witzig.